beim Akku vorkonditionieren, wärmst du ja den Akku vor. Ja. Ich habe aber herausgefunden, dass du das ja nicht brauchst. Du brauchst einfach nur den Strom vorwärmen. Warmer Strom in den Akku? Richtig. Und das bisschen reicht aus, dass du die Ladezeit halbieren kannst. Ja, logisch. Hey Steve. Moin. Na, schön, dass du da bist. Ja, kann ich bei dir laden? Ey, es ist so kalt. Meinst du, dass sich das lohnt? Wieso? Ja, geht doch immer so langsam, wenn es kalt ist. Ja, pass mal auf, ich hab dann eine Sache, die ich jetzt schon den ganzen Winter ausprobiert. Ja, funktioniert super, ist besser als Akku vorkonditioniert. Ohne mir jetzt davon zu erzählen? Naja, ich wollte es ja erstmal ausprobieren, bevor ich ungelegte Eier hier, verstehst du? Alles klar. Ne? Machen wir mal. Absolut, ich bin gespannt. So, pass auf. Und was du? Naja, jetzt nochmal anschließen erstmal, würde ich sagen. Nimm mal. Schalt mal frei. Sekunde. Ja, so. Boah. So. Ja, die Sonne scheint zwar, aber ist trotzdem arschkalt, ne? So. Pass auf. Jetzt siehst du, jetzt lädt er mit 7 Stunden, 30 Minuten, 40 Minuten, ja, ne? Klar. So. Ist ja klar, ist einphasig, richtig? Und es ist arschkalt. Und es ist arschkalt, aber pass mal auf, jetzt kommt. Geh mal rüber da. So. Was hast du denn jetzt mitgebracht? Bunsenbrenner? Nein. Okay, was kommt denn jetzt? Na, guck mal, ich hab hier so, wenn du Rückenschmerzen hast und sowas, so ein Wärmeding hier. Ja. So, und eine Gummispinne, die kannst du mal kurz halten. Das ist mein Ernst. Und wie das. Und wie das mein Ernst? Ich muss ihn von deiner Oma ausgeliehen. Oder wie? Hallo, das ist eine schöne, so eine. Die kannst du dir hier so schön. Ja, die benutze ich immer für Rückenschmerzen. Ja, genau. So, ich mache jetzt einfach dieses Wärmeding hier drum. Ja. So. Und so. Ja, ich helfe dir gleich. Erklär mir nochmal, was da passieren soll. Wir wärmen den Strom vor. Mit der Heizdecke. Mit der Heizdecke. Guck mal hier, da ist so ein Loch, da kann man da drin hängen. Funktioniert dann niemals. Natürlich funktioniert das. Quatsch. Kriegt man so eine Heizdecke bei Lidl oder Ach, Aldi, Ross, oder? Keine Ahnung, Rossmann ist die irgendwann mal. Die habe ich zu Hause gefunden und habe gedacht, du pass mal auf, das Ding, ja, das liegt eh bloß rum. Ja. Und das nutzt du vielleicht mal, wenn du Rückenschmerzen hast oder sowas. Und dann kam mir der Gedanke, naja, die konditionieren doch alle ihre Akkus vor, dass der Akku warm wird. Aber was ist denn, wenn in den Akku bereits warmer Strom reinkommt? Ist doch eigentlich logisch, oder? Das soll funktionieren. Dann wärmt er den Akku, ja. So, wir brauchen jetzt Strom. Du musst jetzt mal, du hast ja so eine mobile Powerbank. Die hole ich, ja. Hm? Genau. Warte mal, ich schalte die erstmal ein. Zack, einmal. Anschalten, dauert immer einen Moment und dann noch den Wechselrichter an. So, gut. So, genau. Stufe 6, ja. Läuft. Jawohl. Wunderbar, pack das ruhig dahin. Ja, mache ich. Gut, ich lasse das mal hier stehen. Sollen wir noch mal gucken, wie schnell er jetzt lädt? Warte, dauert noch einen kleinen Moment. Er muss ja erstmal warm werden. Okay. Ja, wird langsam. Na doch, ja. Du glaubst mir nicht, oder, Julian? Ja, mal gucken. Also hier haben wir jetzt 18, 17, 16 Grad, ganz schön kalt. Da ist ein bisschen warm durchs Laden. Und dann gucken wir mal hier oben, 36, 37 Grad. Wahnsinn. Und siehst du, da? Das gibt's doch nicht. Geht runter auf 4 Stunden 30. Wir haben nichts anders gemacht. Wir haben nur den Strom vorgewärmt. Alter, das kann doch nicht sein. Ja, da kickt der Physiklehrer, wa? Da guckt er aber lange doof aus der Wäsche. Für sowas. Siehst du? Aber es ist der doofe Koch, komm, ne? Unglaublich. Ja, ist aber logisch. Guck mal, geht da warmer Strom rein, wärmt den Akku vor. Logisch. Und das BMS merkt es natürlich gleich. Der Strom ist warm, es fließt schön warm da rein. Ja? Richtig. Wird ja dann auch in Wechsel in Gleichstrom umgewandelt. Fließt also richtig schön in den Akku, schön warm rein. Ja. Und das ist natürlich auch viel effizienter. Ja. Diesen Akku von außen aufzuwärmen. Naja, überleg doch mal, so ein Tesla, der braucht 3 kW oder was, um seinen Akku vorzuwärmen. Das Ding braucht 100 Watt. Und vor allem kannst du das jetzt auch mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Zum Beispiel, könntest du hier reinschmeißen, machst du das Fenster in den Leitklinspalt offen oder sowas. Läuft. Unglaublich. Genial, oder? Noch mal hin. 4 Stunden 40 statt 7 Stunden 40. Das müssen wir uns patentieren lassen. Ja. Ist ja genial.
Aber ist doch mal, ist das mal eine coole Nummer, oder? Problem gelöst. Ja, sag ich doch. Eben. Coldgate ist vorbei. Ganz einfach. Ja. Heizdecke, Powerbank, fertig. Wahnsinn. Perfekt. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch irgendwie gucken, dass wir das so hinkriegen, dass wir das dann halt eben massentauglich verkaufen können. Absolut, ja. Genau. Oder quatschen wir mal drin bei. Machen wir so, ja. Genau.